Liebe Grüße hier aus dem Betzdorfer Rathaus. Es wird nochmal Zeit für ein kleines Update. Wir hatten mittlerweile drei sehr intensive, aber auch wirklich konstruktive Sitzungen. Und das Wichtigste voraus, der Haushalt für das Jahr 2023 der Stadt Betzdorf ist nicht nur aufgestellt, sondern auch verabschiedet. Bedeutet, wir haben ein Haushaltsvolumen dieses Jahr von geplant knapp 20 Millionen Euro. Was mich besonders freut, ist, dass wir nach 22 Jahren endlich nochmal einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und präsentieren konnten. Bedeutet, die geplanten Einnahmen übersteigen die geplanten Ausgaben. Das ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Uns ist es in den letzten Jahren schon gelungen, die Liquiditätskredite um mehrere Millionen Euro zurückzuzahlen, zurückzufahren. Und was mich besonders freut, ist, dass wir dann im nächsten Jahr dann gemeinsam mit dem Entschuldungsprogramm des Landes die Schuldenlast nochmal um knapp 17 Millionen Euro senken können. Ich glaube, auch im Hinblick auf die kommenden Generationen sind wir hier auf einem sehr, sehr guten Weg. Nichtsdestotrotz versäumen wir es bei all den Konsolidierungs- und Sparmaßnahmen natürlich nicht, auch weiterhin in unsere Stadt zu investieren. Ich möchte hier exemplarisch drei schöne Projekte erwähnen. Das ist zum einen die Erweiterung des Gewerbegebiets oben in Dauersberg 2. Das ist der geplante Bau oder die geplante Entwicklung des Neubaugebiets oben in Pruche am Scheuerberg. Und last but not least unser Jahrhundertprojekt, die Revitalisierung des alten Eisenbahnausbesserungswerks hier bei uns nahe der Innenstadt. Einen großen Posten in dem Haushalt für das Jahr 2023 nimmt natürlich der Stellenplan für dieses Jahr ein. Die Stadt Betzdorf beschäftigt mittlerweile knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was unter anderem auch darauf zurückzuführen ist, dass wir in den letzten Jahren bewusst Verantwortung auch für die Kleinsten unserer Gesellschaft genommen haben. Wir haben die Kita-Landschaft etwas breiter aufgestellt, auf breitere Füße gestellt und betreiben mittlerweile drei städtische Kitas und sind hier wirklich guter Dinge und vor allen Dingen auch entspannter Dinge, dass wir den hohen Bedarf, die hohe Nachfrage nach Kita-Plätzen dann in den nächsten Jahren wirklich gerecht werden. Das war nochmal ein kleines Update von meiner Seite. Ihnen wünsche ich alles, alles Gute und ein schönes verlängertes 1. Mai-Wochenende.